Ein Gebet und Blumen für die Opfer. So ehren heute viele Moskauer die Musiker des Alexandrow-Armeekorps. Ihr Flugzeug war Sonntagmorgen über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Ich möchte den Angehörigen mein Beileid aussprechen. Wir alle haben diesen Chor geliebt und geschätzt. Sie waren unsere Brüder, unsere Freunde und Kollegen. Mögen sie in Frieden ruhen. Die Sänger und Tänzer waren auf dem Weg nach Syrien. Sie wollten dort ein Neujahrskonzert für die russischen Soldaten geben. Ihre Maschine war in Sotschi zwischengelandet, um zu tanken. 2 Minuten nach dem Start stürzte sie ins Meer. Ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder gar ein Terroranschlag, die Ursachen sind noch unklar. Die Regierung wurde beauftragt, eine Kommission zu bilden unter Vorsitz des Transportministers. Es wird eine detaillierte Untersuchung der Absturzursache geben und wir werden alles tun, um die Familien der Toten zu unterstützen. Mehr als 3000 Spezialkräfte suchen nun laut Verteidigungsministerium das Seegebiet vor der Küste Sotschis ab. Überfliegen mit Hubschraubern und Drohnen mehrere Quadratkilometer. Das russische Staatsfernsehen berichtet ausführlich über den Absturz, trauert aber gleichzeitig um Kollegen. Denn an Bord waren auch Journalisten, die den Chor nach Syrien begleiten sollten. Auch für sie wurden am Abend in Moskau Blumen niedergelegt.